Ich bin Jasmin, ich komme aus Franken und ich bin nach Berlin gekommen, um die bestmöglichste Ausbildung in meinen Traumberuf zu machen. Mein größter Traum ist, Pflegeexpertin auf der Intensivstation zu werden und fachlich gut ausgebildet zu sein. Ja, ich heiße Steven, bin gebürtiger Berliner und arbeite seit 2013 auf der Intensivstation im Auguste-Viktoria-Klinikum. Meine Zukunftsvision ist natürlich, dass wir ein starkes Team haben, wenig Kranke, einen guten Team-Spirit. Und ich für mich möchte natürlich ein bisschen Karriere machen. Ja, der Beruf ist sehr speziell, aber mir macht er total viel Spaß. Also mein Beruf fasziniert mich unter anderem der Adrenalinkick. Jeder Tag ist ein Abenteuer. Jeden Tag muss man sich neu reinfinden. Es kann immer das Unerwartete passieren. Und das ist genau das, was ich für mich brauche. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe es einfach, die Fortschritte der Patienten zu sehen, sie bei den Therapien zu begleiten, zu unterstützen, bei Handicaps zu pflegen und den Verlauf einfach der Therapie zu sehen. An meinem Job mag ich natürlich das Arbeiten mit den Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen einfach hergeholt, aber mir geht es nicht nur um den Patienten. Mir geht es auch um das Team, mit dem ich täglich zu tun habe und auch die interprofessionellen Teams wie die Physiotherapie und die Ärzte. Es ist immer jemand da, mit dem man sich fachlich austauschen kann und man ist nie auf sich alleine gestellt. Man hat immer Unterstützung und das ist der Team-Spirit, den ich für mich brauche auf der Arbeit. Die Einarbeitung hat mir richtig gut geholfen, hier Fuß zu fassen. Jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bekommt die Basics beigebracht innerhalb von 8 bis maximal 9 Wochen. Tendenziell auch erweiterbar, wenn der Bedarf besteht. Steven, der mich eingearbeitet hat, hat mich auch direkt an die Hand genommen, würde ich jetzt mal so sagen, und hat mir auch viel gezeigt. Ich habe mich jederzeit wohlgefühlt und habe mich auch nie gescheut, irgendwelche Fragen zu stellen. Wie war das an sich? Kümmert sich gut um seine Mitarbeiter. Also jeder, der es möchte, dem wird halt die Chance geboten, sich arbeitstechnisch weiterzubilden oder fortzubilden in seinem Fachbereich. Also im Moment entsteht hier am Standort Auguste-Viktoria-Klinikum ein großer und moderner Neubau, der auf jeden Fall viele Verbesserungen für den Arbeitsalltag der Pflegekräfte mit sich bringen wird. Von diesem Neubau erwarte ich in jedem Fall größere Räumlichkeiten, eine noch bessere medizintechnische Ausstattung und natürlich, dass wir viele neue potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anwerben können, dafür begeistern können, für uns im Team zu arbeiten im AVK auf der Intensivstation. Ich selbst bin ja jetzt auch erst seit einem Dreivierteljahr dabei und ich freue mich jedes Mal über neue Kollegen und würde mich freuen, wenn du der Nächste bist. Wir freuen uns auf euch!